Hi Leute! Heute präsentiere ich euch meine kleine Abendroutine. Ich habe das schon vor einem Jahr oder so, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall hatte ich da mein Zimmer da so ziemlich neu. Und den Link dazu findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr den sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei meiner aktuellen Abendroutine. Als erstes gehe ich in mein Zimmer, werfe mich dann aufs Bett und checke meine sozialen Netzwerke ab, was eine lange, lange Zeit dauern kann. Dann schmeiße ich mich in bequemere Hosen, gehe nach unten, gebe dem Hund noch ein Leckerli und setze mich schließlich aufs Sofa. Dann gucke ich YouTube am Fernseher und das dauert sehr lange. Später hole ich mir dann was zum Essen und gucke dabei meistens gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nach dem Essen presse ich mir dann einen Orangensaft, damit ich ein bisschen an Vitamine komme. Mit dem Saft setze ich mich wieder an einen Tisch und gucke weiter Fernseher. Dann stricke ich etwas an meiner Mütze weiter. Bevor ich ins Bett gehe, sage ich meinem Hund noch gute Nacht und gehe dann in mein Zimmer. Schließlich gehe ich dann als allererstes unter die Dusche. Dann werfe ich mich auf mein Bett, nehme mein Handy und bin da sehr, sehr lange dran. Irgendwann raffe ich mich dann doch auf und gehe ins Badezimmer. Dort setze ich mir erstmal einen Haarreif auf und trage dann meine Gesichtslotion auf. Putze ich die Zähne und laufe dabei im Bad herum, weil es sonst so langweilig ist. Dann mache ich das Fenster auf und schließe die Vorhänge. Dann schalte ich das Licht aus, lege mich ins Bett und nehme mir ein Buch oder in dem Fall einen Manga und lese diesen. Dann trinke ich noch etwas. Lege das Buch weg und ziehe meine Brille aus. Dann decke ich mich gemütlich zu und schalte das Licht schließlich aus, um schlafen zu gehen. Ja, Leute, das war meine Abendroutine und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein kleines Däumchen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschaußen.